Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind aktuell dabei, ein Dorf einzunehmen, die Schätze einzusammeln und rücken immer näher der Hauptquest. Ja, wir schauen mal, ne? Also ich würde schon gerne hier die Sachen dann noch einsammeln, hier hoch und dann geht es rüber. So. Ja. Genau, aber erstmal doch hier, da die Kleine, jetzt sind wir ja noch auf der Suche nach diesem kleinen Schatz, aber irgendwie habe ich den nicht gefunden. Wenn ich den jetzt auf die Schnelle nicht finde, dann lassen wir den erstmal, dann holen wir den vielleicht später, weil ich kann mir vorstellen, dass wir sicherlich nochmal hier hin müssen. Was ist da eigentlich hier hin? Ich werde mal da hoch. Ich guck einmal so, ob es da irgendwie noch einen versteckten Raum gibt oder so. Nee. Das ist strange. Wirklich sehr. Guck da. Hoch da! Was ist da hoch? Kannst du hoch? So. Wieso kletterst du da nicht hoch? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Kletter doch da hoch! Alter ey, du willst mich gerade richtig flachsen, oder? Versteckter Raum. Wild. Nehmen wir natürlich auch alles mit. Haben wir hier noch was? Da haben wir noch was. Nachricht von Aldermann 2. Wir müssen äußerst Vorsicht walten lassen. Mein Späher hat mir berichtet, dass ein Verräter von Kravanlea nach Winchester unterwegs ist. Und dass König Alfred uns vielleicht auf der Spur ist. Ich bereue nicht, unser Reichtum an diesem tiefen, fernen Ort versteckt zu haben. Wo werde Alfreds Krähen fliegen können, noch ein Weib sie mir unglaublich lang klauen erreichen kann, euer Vater. Okay. Die Antwort dazu gibt es wahrscheinlich später. Schreitschrift von Ellengern, die Bischöfe der Diözese von Winchester, die heutigen und die Vergangenen sind Ketzer und Läuse. Verflucht seien ihre Gebete, sollen Finsternis über dieses Höllenhaus herabkommen. Nieder mit der Linie der echte Wolf, mit Alfred dem Hurenbock, den Bastardsöhn von Cadwalla, ständig auf Pilgerreise, während wir schuften und das Land bestellen. Die Algären müssen uns sich erheben. Okay, okay. Ich kann mir vorstellen, dass das später noch relevant sein wird. Das greife ich wahrscheinlich gerade total vor. Aber ist nicht schlimm. So. Wenigstens haben sich die Soldaten jetzt wieder beruhigt. Ich bin ja auch mit Krawall hier reingegangen. Sich gleich sowieso wieder auf, weil ich werde mich nicht zurückhalten. Ich will nur meine Schätze haben und dann bin ich auch aus dem Dorf wieder weg. Das machst du sowieso nicht.
Schaffst du nicht. Das ist aber auch. Das ist aber auch ehrgeizig. So, und dann haben wir noch einen großen Schatz hier, ne? So, ja, genau. Einen großen haben wir noch. So. Mal zum großen Schatz hin. Kirche der heiligen Leovin. Da ist der Schatz drin. Jetzt brauchen wir noch eine Tür. Und ich habe die wahrscheinlich gerade nur einfach übersehen. Und blöd, denn ich die ganze Nacht nicht geschlafen gehabt. So, gibt's hier irgendwie eine dämliche Tür. So, dann kommen wir irgendwie von da oben rein. Mal gucken mal. Wieder irgendwie so und schießen da rein, ja, nein, da rein, danke. So, hier war jetzt kein Mini-Schatz, dass ich nicht wieder hierher muss. Nein, okay. Oh. Ach, sowas, ich habe noch nicht bei dem Mikrofon rausgefunden, wo hier das, der Mute-Knopf ist, nur die Lautstärke. Ja, aber ob da auch ein Mute-Knopf ist, kann jemand nicht so schnell reagieren tatsächlich. Oh. Never be enough. Gewand. Wollen wir uns das mal angucken. Vielleicht hat der ja ein bisschen mehr Power als das, was wir jetzt haben. Obwohl wir haben ja hier 4, 5, 37. Ja, nee, dann ist... Und der hat auch keine Runen. Nein, der ist schon besser. Rabenclan. Okay. Wir haben ja auch 4 Punkte, ne? 6 Punkte sogar schon. Aber das schon mal so ein Rest. Was ist das? Zähne zusammenbeißen. Regeneriert verlorene Gesundheit, wenn du erfolgreiche Treffer. Oh, das ist gut. Naja, also Fernkämpfe haben wir noch genug aufzudecken. Okay.
keine Töte direkt ausführt. Never, never. Oh. Thank you. Anscheinend nicht. Okay, dann müssen wir wieder den ganzen Weg. Deine Allergie geht leider nicht, ich weiß. So, jetzt sind wir draußen. Eine Suppe. Okay. Ja, dann haben wir das hier auf jeden Fall komplett. Hier haben wir noch nicht gesiffen. Dann laufen wir einmal da, weil wir müssen jedes Saufspiel auch mitmachen. Natürlich. 400 Meter. Wir reiten außen vom Dorf, das geht hier schneller. Na, ja, los, hey! So, wegen dem Dorf wollte ich. Jetzt aber. Hier so ein bisschen einsam. Du! Du siehst durstig aus wie ein Fisch überm Feuer! Trink schneller als ich und du kriegst das Silber. Let's go. Lass mich dein Silber glänzen sehen. Ja? Das nenne ich Einsatz. Ich weiß. Wir trinken! Aber ohne Publikum? Oder sind jetzt plötzlich wieder... Ja, unser Publikum sind Schafe. Interessant. Hat was. Das sind aber viele Kelche, die wir trinken müssen. Oh, ich habe mein Daumen falsch gehalten. Aber zügig machen hier. Hey! Was ist das? Hey! Na, wie meint er jetzt? Ah, ist früh gedrückt. Mist. Ich habe schon gut aufgeholt, aber er gewinnt. Zu viele Fehler. Mist. Probieren wir es nochmal. Du siehst mir wie ein Schluckspecht aus. Du gewinnst, wenn du das schneller herunterkippst als ich. Lass etwas Silber springen, dann macht's mehr Spaß. Darauf trinke ich. Mach dich bereit. Wer meint, dass er saufen kann wie ich, soll es beweisen.
nicht gut, das hat er eingeholt. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, er hat eingeholt, verdammt. Wenn ihn was. Ich hab gewonnen. Ja. Ich würde es noch mal probieren, Leute. Wow, müsste. Einmal noch. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann lassen wir den. Ah, wenn die Augen schon irgendwie wegen der Müdigkeit drehen. Du siehst dumm. Trink schnell. Ja, laber nicht, mach. Dies war aber nur ein kleiner Einsatz. Wir trinken. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt eingesetzt habe. Ah, ja, okay. Okay, Konzentration. Ich vermisse das Skull. 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 Oh Mann, was ist denn los da? Oh. Ich drücke immer zu früh. Warum gewinnt er? Ich will es doch mal schaffen. Ich will es schaffen. Das gibt's doch nicht. Du siehst mir wie ein Schlucht. Ja. Lass etwas sehen. Meine Kehle ist ganz trocken. Jetzt ist es wirklich das letzte Mal. Das nervt mich. Ja, endlich. Ja. So, voll Minusgeschäft gemacht, aber egal. Ja, mach mal. So. Aber dann ist das wenigstens weg. Weil ich weiß nicht, vielleicht kriegt man ja irgendwie eine Trophäe, denn wenn man alle Saufgeschichten durch hat. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen wollte ich unbedingt das machen.
dieser Ort wird gut bewacht. Wow. Wieso bin ich jetzt tot? Oh. Konzentration gleich null. Ich glaube, ich muss gleich mal eine Aufnahmepause machen. So, komm schon. Jungs, Wikinger sind Söldner, die sich deiner Besatzung anschließen können. Baue ein Kriegerlager in deiner Siedlung um ihr. So, gesüffelt haben wir. So, ich würde gerne den kleinen Schatz holen. So. Es war einfach nur dumm, direkt mit dem Pferd da zum Schatz durchreiten und dann nur das rausholen zu wollen, besonders wenn der da Feuer legt. War einfach nur dumm. Aber... wir kriegen das auf jeden Fall hin. Wir müssen bis in den nächsten 20 Minuten. Was hast du denn vor? Mich dir dich ärgern und treten und so, weil ich lustig finde und so. Hi! I am back! Das geht ja alleine. Komm zurück und stell dich mir. Ich warte einfach mal das Feuer kurz ab. So, jetzt können wir gerne noch mal reden. Rennt der immer noch? Naja. Kleiner Pfeil. Wunderbar. Ja. Und wir gehen zum nächsten... Oh, wir haben aber noch ein Artefakt. Dann machen wir erstmal das Artefakt, dann das Rätsel. Das Hopsi ist weg. Hey! Bist wohl ins Gestrüpp gekrabbelt. Nochmal bitte. So, dann haben wir das auch. Wir kommen der Hauptquest immer näher, Leute. Immer näher. Sitzt in der nächsten Folge oder die darauf? Das kann ich natürlich noch nicht sagen. Das wird eine Maske sein. Nee, ist ein Fluch.
Muss irgendwie einen Tunnel oder einen Brunnen oder so geben. Ja, ich bin drüber, aber das bringt nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich da runterkomme. Die Vibration ist hoch. Hier bezweifle ich, dass das ist. Dann hast du da irgendwie. Überblicke das Land, Freundin. Nee. Da. Okay, das ist nicht das, was ich dachte. Ich dachte, hier komme ich dann irgendwie. Oder komme ich da? Nee, komme ich nicht. Ich dachte, ich komme hier weiter. Okay, das war dann ein Irrtum. Ich dachte, da kommt irgendwie ein Tunnel oder so, dass ich dann zu dem. Ah, hier ist auch noch einer, okay. Ja, aber hier ist auch nichts. Willst du mich jetzt verpolen? Jetzt habe ich zwei Schächte gefunden und dann sind in beiden Schächten ist nichts. Jetzt auch noch ein Schach. Ist hier was? Ja, hier scheint was zu sein. Ich noch. Mach doch mal richtig, blöde Kuh. So, und dann machst du den hier. Und den kannst du nicht weiterziehen? Nee, okay, dann bleibst du da an der Ecke. So, und dann du, bitte. Bewegen, weißt du, so kann ich das Ding irgendwie nicht. Vielleicht kann sie, wieso kann ich dich eigentlich nicht? So. Jetzt aber. Was für ein Akt. So ist es besser. Was für ein Akt. Ha ha ha!
Lauf, Forrest! Lauf! Du schaffst es! Lauf! Diese Flüche, die werden immer blöder. Haben, besonders so die kleinen Nebenquests mit den komischen, skurrigen Charakteren. Aber einige andere Sachen, Rätsel, sind echt. Hey, willst du mit mir sprechen? Anton, ich folge dir nicht in diesen Wald, du räudiger Wollsack! Redet der nicht mit uns? Fenton! 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 Jesus Christus! Fenton! Vielleicht da rüber guckt, würde ich sagen, dass da irgendwo. Aber Frage ist, was ist Fenton? Ist das ein Mensch? Ist das ein Tier? Oder was ist das? Klingt wie ein Schaf, aber nicht wie ein glückliches. Dieses Schaf wird gerissen, wenn ich nichts unternehme. Ein schwebender Wolf. Du, Fenton? Dein Herrchen ruft nach dir. Vielleicht kommt es, wenn ich pfeife. Es klappt. Das Schaf folgt meinem Pfeifen. Ein Glück, dass ich gerade da war. Ich mag Wölfe auch nicht so gern. Braves Schäfchen. Fenton, du bist mir zum letzten Mal entwischt, du wandelnde Hammelkeule. Das ist aber nicht nett. Hat er jetzt das Tier geschlachtet, die alte Drecksau? Der ganze Aufwand nur, damit du das arme Tier schlachten kannst? Ein Mann wie ich kann sich kaum leisten, ein Schaf zu schlachten. Aber der Aldermann verlangt es und ich muss Folge leisten. Aber nur unter uns. Ich wollte dieses Mistvieh schon ewig umbringen. Ja, dann hätten wir es auch da lassen können. Fenton war eine unglaubliche Nervensäge. Jedenfalls hast du mir einen Dienst erwiesen. Nimm etwas Fleisch zum Dank. Der Aldermann wird es nicht merken. Dann gibt es heute Hammelfleisch. Leb wohl. Das ist uncool. Muss man ja mal sagen. So, was haben wir denn noch hier so? Oh, oh, oh. Wir können mal hier hochlaufen. Und dann ist die Folge schon wieder vorbei. Meter. Schön da lang. Thank you.
darf mich niemand sehen. Oh, ich glaube, da ist jemand sauer. Boah, böse, böse. Sehr schön. Na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall sehr unterstützen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann.